Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kommentar wie in Call of Duty Black Ops 2 auf der Map Standoff mit der PDW 57. Die Extras kenne ich leider nicht, aber ich kenne die Aufsätze so einigermaßen auswendig. Das war Schalldämpfer, schnelles Magazin und Vordergriff war es. Wieder vom Kollegen von mir, dem Peter XX, der eine XX. Und ja, wie gesagt, in Black Ops 2 seht ihr von mir sehr, sehr selten Videos, weil ich dieses Spiel einfach abgrundtief hasse und sehr, sehr selten zocke, beziehungsweise sehr, sehr ungern zocke. Deswegen habt ihr wieder die Chance, mir halt zu schreiben. Dann ladet ihr und zu sagen halt, ihr habt ein Video für mich, was ich gerne hochladen könnte. Dann werde ich natürlich bei euch in die Party reinjoinen und in den Kinomodus gehen und mir das Ganze mal angucken, wie ich das finde. Und wenn es mir gefällt, kommt es natürlich wieder in dem Kanal drin vor. So, dann zum Commentary. Was ich heute drüber reden würde, ist halt, mit dem Clan. Ich habe ja im ersten Video, was ich heute hochgeladen habe, auch wieder Black Ops 2, auch auf Standoff, auch ein 72 zu 2, das ist hier aber ein 72 zu 3, da habe ich gesagt gehabt, ich würde gerne einen Clan gründen. Das Ganze wird jetzt so aussehen, der Clanname steht fest, ich würde ihn gerne Infection nennen, also Infektion, dass jeder, der mit diesem Clan in Berührung kommt von meinen Abonnenten, halt in diesen Clan reinkommen kann. Genaue Regeln gibt es eigentlich nicht. Zum Mitglied werden dieses Clans gibt es eigentlich keine Regeln. Also die einzige, doch eine einzige Regel gibt es. Ihr müsst Abonnent sein, dann seid ihr drin. Wie das Ganze geht, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob man uns entweder einen neuen Account machen auf der Konsole, der entweder Infection oder so heißt und dann der Name dahinter. Das ist mal gucken. Also ich weiß es noch nicht so genau, weil ich finde jetzt nicht nur manche von euch, sondern auch ich habe jetzt nicht gerade wirklich Lust, mir direkt wieder einen Account zu erstellen. Ansonsten wird es einfach nur als Clan-Tag gemacht, dass ich irgendwie abkürze oder so oder besonderes Zeichen mache. Mal gucken, dann wie läuft das Ganze ab. Also der Kanalname steht auf jeden Fall jetzt fest. Ich nenne ihn Infection und ja, ich bin momentan dran, mir ein Kanalbild zu erstellen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall keinen neuen Kanal machen. Das stand ja auch zur Rede in dem ersten Kommentar, auch auf Standoff, da habe ich natürlich gesagt gehabt, dass ich einen ersten neuen Kanal machen würde, aber das Ganze hat sich jetzt auch wieder erledigt, weil ich hatte jetzt eigentlich gedacht, du hast nicht so wirklich viel Lust darauf, jetzt wieder noch einen zweiten neuen Kanal zu machen, wo du dich schon auch drum kümmern musst. Deswegen wird es jetzt auf jedem Kanal laufen. Ich werde ihn dann einfach nur in der Playlist verlinken, also ich werde eine neue Playlist machen für diesen Clan, wo dann einfach die Videos da reinkommen und vielleicht gibt es auch ein neues Intro. Mal gucken, ob ich ein extra Intro für den Kanal mache oder nicht. Ja, für den Namen des Kanals könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Ansonsten, wenn ich zu viele Leute höre, oder ihr könnt auch mal schreiben, ob es den Clan schon gibt. Aber ich glaube eher weniger. Ich meine, ich habe den nirgendwo gesehen, dass es diesen Clan schon geben wird. Dann könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, Rappen, pass mal auf hier, den Kanal, den kenne ich schon. Den habe ich mal letztens gesehen oder sonstiges. Der ist jetzt schlecht zum Nehmen, weil es den ja schon gibt. Dann werden wir den natürlich nicht nehmen. Oder ihr tut den Namen des Clans jetzt sagen, den finde ich auch nicht so gut oder so. Wenn ich dann merke, viele Leute mögen den Namen nicht, dann suchen wir uns natürlich einen neuen Namen aus. Ich möchte ja, dass ihr auch mit Zufriedenheit in den Clan reinkommt. Das ist ja was ganz Großes. Auf jeden Fall, wie sieht das Ganze dann aus? Ja, den Clan, den werde ich dann jetzt sagen wir mal in einer Woche veröffentlichen, wenn ihr mir halt genug Kommentare geschrieben habt und genug Bewertungen abgegeben habt, womit ich dann sehen kann, ja, den Clan können wir lassen oder den Clan gibt. Ansonsten wird natürlich, wie gesagt, ein neuer Kanal kommen, neuer Clan kommen. Clan, was ist denn heute los mit mir? Ich bin wieder ganz durcheinander, mein Mann. Auf jeden Fall, wie gesagt, in einer Woche sollte der ungefähr dann öffentlich sein. Der Clan, ich bin auch am Bearbeiten dran mit dem Kanalbild, und ob vielleicht ein Intro kommen sollte, muss ich alles noch überlegen. Dann bin ich noch am Überlegen. Ich habe ja, wie gesagt, im ersten Video wieder erzählt gehabt, dass ich vielleicht eine Zusammenarbeit mit anderen YouTubern machen möchte. Also darauf hätte ich wirklich sehr, sehr gerne Lust und richtig viel Bock drauf. Wenn ihr dann jetzt jemanden seid, der mitmachen möchte. Also ich suche momentan echt einen YouTuber, mit dem ich was zusammenarbeiten kann, mit dem er auch arbeiten kann, nicht so ein Hingegurke oder so. Dann schreibt mir doch einfach in die Kommentare, ihr hättet Lust mit mir zusammen zu arbeiten, ein paar Videos zusammen zu machen. Also ich habe jetzt nicht nur gedacht an ein, zwei Videos, sondern wirklich an, an 40, 50 Videos habe ich ungefähr gedacht gehabt momentan. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, also die Regeln, die ich euch dann, sagen wir mal, stelle, sind halt, Regel Nummer 1 ist auf jeden Fall, ihr braucht eine gute Videoqualität.
Regel Nummer 2 wäre auf jeden Fall wieder eine gute Soundqualität, also eine gute Video- und eine gute Soundqualität ist das Mindeste, was ihr haben müsst. Sprich jetzt, ihr sollt keine Videos mit dem Handy aufnehmen oder mit dem mit der Webcam oder keine Ahnung. Auf jeden Fall keine Videos, die so verwackelt sind oder so hässliche Qualität haben. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Dann, was denn noch? Also die Abonnentenzahl von euch, wenn ihr zum Beispiel einen Abonnenten habt, das ist mir wirklich so was von relativ Latte, ob ihr jetzt einen Abonnenten habt oder 500.000. Entschuldigung. Ja. Das ist mir wirklich relativ egal. Mir geht es halt nur schon darum, ob ihr jetzt, sagen wir mal, wie gesagt, einen Abonnent habt oder 500.000, das ist mir jetzt wirklich egal. Eins, weil ich drauf Wert lege, ist halt die Qualität. Die Qualität vom Video muss stimmen und die Qualität auch vom Sound der Person, die mit der ich dann am Reden bin, muss natürlich dann auch stimmen. Das kann natürlich jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier, sagen wir mal, 27p hochlade und das Video nach einem feinsten Augenweite oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht am Ruckeln oder so oder am Lecken oder am Verwackeln, keine Ahnung. Und derjenige, mit dem ich schon am Reden bin, hat dann so eine Mähdrescher-Stimme, so eine Mähdrescher-Headset, wo die Stimme dann sich anhört, als ob sie gerade in Hexer gefallen wäre. So was braucht man dann nicht, das macht nämlich dann keinen Spaß, wenn man dann Zusammenarbeit macht und zusammen Videos macht, das bringt ihr dann nichts, das können wir das ganze Projekt wieder abbrechen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, um mit mir was zusammen zu starten, dann ab in die Kommentare damit. Schreibt es mir in die Kommentare, mein Freund. Und ich werde dann mal gucken, mal richtig, alle Kommentare werde ich natürlich lesen und mir dann den besten, beziehungsweise mir einen raussuchen, oder ich werde es auch vielleicht mit zwei Leuten machen, mal gucken. Ist alles noch offen, die Kapazität kann immer noch erweitert werden, alles keine Frage. Ja, wieder wird das Ganze dann wieder ablaufen, also mit der Zusammenarbeit werde ich es entweder so machen, dass wir zusammen Live-Commentaries, entweder zusammen Live-Commentaries machen oder halt ganz normale Dual-Commentaries, die nachkommentiert sind. Das Programm, was ihr benötigt, ist entweder wieder Skype, womit wir dann aufnehmen, oder halt Teamspeak. Werdet ihr beides, glaube ich, mal haben, wenn ihr einen Computer habt. Wenn nicht, die Programme sind halt kostenlos, die kosten hier nichts. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Die könnt ihr euch einfach so im Internet runterladen. Falls ihr nicht wisst, wo ihr die Sachen gibt, wo man die Sachen findet, einfach mal googeln. Google ist ein bester Freund und hilft dir auch bei der Suche der Programme. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe geplant gehabt, entweder Commentaries, Live-Commentaries oder eventuell, wenn es ganz, ganz gut läuft, sage ich mal, Let's Plays Together zu machen, also Doppel-Two-Gays mit zwei Freunden vielleicht oder sogar mit drei. Mal, wie gesagt, die Zahl ist noch offen, wie viele Leute, mit wie vielen Leuten ich hier das zusammen machen will. Let's Play Together wird, glaube ich, nicht bei allen Spielen funktionieren. Muss mal gucken, vielleicht kommt auch irgendwann mal meinem Kanal wieder Minecraft. Gab's ja so viel. Ansonsten ist noch. Deswegen gibt's noch kleine Verfeinerungen, die man machen kann. Ja, das Commentary hier, oder das Gameplay ist jetzt gleich zu Ende. Es ist hier wieder ein 72:3. Auf der Map Standoff habe ich auch am Anfang erwähnt gehabt. Die PDW mit Drohne, Blitzschlag und Loadstar. Die kriegt ihr hier auch sehr, sehr oft, der YouTube-Padder. Ist schon wieder Level Up, mein Freund. was können wir da noch sagen? Ja, eigentlich habe ich meine Themen durch, womit ich über euch heute reden würde. Da habe ich alles abgearbeitet. Deswegen gucken wir eigentlich jetzt mal in Ruhe hier das Gameplay. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.